Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ihr es mitbekommen habt. Da ist jetzt eine neue Kamera drauf. Da ist ein neues Mikrofon auf meiner Kamera. Ein sehr hochwertiges Mikrofon. Ihr müsstet jetzt also quasi das Gefühl haben, als sei ich bei euch im Raum, weil meine Stimme bzw. der Ton für euch echter bzw. nahe klingen sollte. Ist das so? Hinterlasst mir doch mal bitte Feedback. Findet ihr die neue Tonqualität gut oder schlecht? Bisher war ich sehr zufrieden und ich werde vielleicht mal zu dem Mikro, das habe ich mir selber gekauft, auf meinem zweiten Kanal ein Video dazu machen. Jetzt geht es aber um ein Yankee Candle Duft. Es geht um Yankee. Ich habe einen sehr speziellen Duft zugeschickt bekommen von der lieben Isabella, den es nicht in jedem Shop gibt. Dieser Duft hat es in sich. Ich hatte ja das letzte Frühlingsduftvideo gemacht und die schieben wir jetzt mal in den Hintergrund, denn ich habe einen Duft zugeschickt bekommen von der lieben Isabella. Freunde, ich sag nur Geruchsorgasmen, ihr kennt mich ja, einfach nur herrlich. Es geht um diesen Duft und noch ein paar andere, beziehungsweise eine Duftsorte aus einer Kategorie von Yankee, die ich bis jetzt noch nicht vorgestellt habe, beziehungsweise nur einen kurzen Blogpost dazu gedreht habe. Ich habe einen Blogpost dazu geschrieben zu einem anderen Duft, die gleich kommen. Jetzt möchte ich euch aber einen ganz, ganz tollen Duft vorstellen, und zwar Chocolate Bunnies. Ich zoome euch mal rein. Hier, ne? Zoom. Chocolate Bunnies. Er riecht nach Schokoladen-Osterhasen. Und er riecht wirklich nach Schokolade. Also, ich habe gedacht, ich stehe im Wald. Er ist so... Entschuldigung. Es riecht so echt nach Schokolade. Und zwar ist das nicht so ein extremer Duft. Yankee hat ja sehr intensive Düfte. Der riecht auch intensiv. Schön warm, schokoladig. Dieser Duft, der ist... Genau, also die Intensität des Duftes ist genau richtig. Nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark. Und er riecht richtig nach echte Schokolade. Und ich würde am liebsten nach... Aber das mache ich lieber nicht. Also wirklich Hammer ist Chocolate Bunnies. Ich habe es getwittert und ich habe gleich gesehen, dass einer meiner Follower, ich grüße dich, der hat mir gleich geschrieben, boah, wie gemein, wie kannst du sowas posten? Und er hat sich die auch bestellt. Und ich muss mal kurz gucken. Der Wohnprinz ist schuld und sie riecht so fantastisch. Er hat sich die auch bestellt und sie riecht wirklich fantastisch. Richtig, richtig cool. Also das ist mal so ein Special-Duft, den es jetzt gerade gibt. Chocolate Bunnies verlinke ich euch unter diesem Video in der Infobox. Gibt es bei yankee.de und riecht richtig gut. Duft Nummer 1. Und jetzt kommen wir zu einer Serie, die ich persönlich richtig gut finde, weil ich bin so ein Fan von Vanilledüften und von Zitrusdüften, also mehr ins Orangige. Und da gibt es eine Kategorie, die nennt sich Aromatherapie. Da gibt es nicht nur den Duft, den ich euch jetzt vorstelle, sondern auch noch weitere. Ich verlinke euch das in der Infobox, dass ihr euch selber mal einen Überblick davon verschaffen könnt. Gibt es verschiedene Produkte zu und ist halt aus der Aromatherapie. Das Schöne daran ist, dass es dort auch ein Öl gibt für eine Duftlampe. Und wie das funktioniert, das möchte ich euch zeigen. Als erstes haben wir die Duftlampe und da stellt man unten das Teelicht rein. Dann vorsichtig, man fässt die Lampe danach nicht mehr an, stellt es hin. Es hat hier unten schöne Noppen, so kleine Filzuntersetzer, sodass man die Oberfläche nicht zerkratzt. Finde ich sehr gut, spricht für die Qualität. Und hat hier vorne dieses Logo drauf von der Aromatherapie. So, das heißt, man macht das Teelicht an und man lässt die Lampe aufheizen. Macht es ein paar Minuten. Und wenn ihr merkt, okay, das strahlt schon sehr viel Wärme ab, pustet ihr das Teelicht aus und dann kommt dieses Öl in Einsatz. Es ist nicht so, wie man das kennt von anderen, dass das rumspritzt und hast du nicht gesehen oder dass es zu extrem riecht. Man nimmt dann quasi True Bliss, so heißt es, True Bliss, Tangerine Vanilla, ist mein Lieblingsduft, habe ich auch neulich einen Blogpost zugemacht. Aroma Therapy Spa Yankee Candle True Bliss Tangerine and Vanilla. Da haben wir hier dieses kleine süße Fläschchen mit dem Duftöl drin.
Wenn die Lampe aufgeheizt ist, könnt ihr bis zu 20 Tropfen in diese Lampe reingeben. Und das Tolle ist, dass dann der Duft nicht so extrem richtig heiß in den Raum gebracht wird, sodass man das Gefühl hat, man wird von dem Duft erschlagen, sondern dadurch, dass die Lampe ja aufgeheizt ist, man das Teelicht ausgemacht hat, wird der Duft immer weicher. Also das ist eine richtig angenehme Methode, diese Duftöle von Yankee zu verduften quasi. Also das finde ich sehr besonders. Und was richtig gut daran ist, man mischt es nicht mit Wasser. Großer Vorteil. Und dadurch, dass man den Wärmer nur aufheizt, den Ölwärmer, und danach das Licht ausmacht, gibt es keinen Rumgespritze und kennt man ja von diesen anderen. Das ist da eben nicht der Fall. Und das ist das Tolle an der Aromatherapie und diesen Duftölen. Finde ich sehr, sehr gut. Ist mal wieder was anderes als Düfte in Form von Kerzen. Aber dort gibt es auch Kerzen von, und zwar in einem ganz anderen Glas, was ich richtig gut finde. Der Deckel von dem Glas ist schon mal so ein bisschen milchig. Und hier gibt es dann nochmal so eine schöne Banderole drumherum. Aromatherapy Spa, Tangerine and Vanilla. Sieht so aus, ganz normal. Und hat eben so eine... dieses knallige Mandarine, das ist super fruchtig. Und diese weiche Vanille, das ist so ein... Ich stelle mir richtig vor, wie ich in so einen Strudel aus Mandarinsaft und Vanillecreme so eingestrudelt werde. Und ich würde mich da am liebsten mit eindecken, so zudecken. So. Ich stelle mir das richtig cool vor mit so einer Farbwechsellampe, da gibt es ja Lichttherapie. Dann macht man sich die Farbe an, zu der man am besten entspannen kann, nimmt dann seine Duftlampe oder seine Kerze und macht es sich abends schön gemütlich. Also finde ich perfetto. Perfetto! Und dann gibt es dazu ein Duftspray, ein Raumspray. Da kann man dann mit so Sprühstößen seinen Lieblingsduft auch noch im Raum verteilen. Herrlich. Also ich zum Beispiel benutze das manchmal, um das so ein bisschen in den Schrank, aber nicht auf Seide und auf feine Stoffen und auch nicht direkt dran, sondern vom Weiten so ein bisschen. Das habe ich auf Rea zum Beispiel gemacht, immer in meinen Schrank rein. Vom Weiten so ein paar Sprühstöße, sodass dass es im Schrank einfach frisch wirkt. Oder als Kofferspray zum Beispiel. Kofferspray, liebe Suppe. Also als Kofferspray zum Beispiel benutze ich das auch. Ich habe das noch als... Sun and Sand und sprühe das zum Beispiel immer, wenn ich eine Reise gemacht habe, danach in den Koffer. Ist auch super angenehm, also es riecht dann auch immer frisch. Das ist dann, wie gesagt, nochmal das Spray dazu. Ich verlinke euch nochmal die Kategorie unten in der Infobox zur True Bliss Aromatherapy Spa Rubrik. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ansonsten, was mein Highlight ist, eben diese Aromatherapie momentan und dieser Duft Tangerine Vanilla ist derzeit mein absoluter Lieblingsduft. Aber Chocolate Bunnies haut so rein, ich kann es nur nochmal sagen, also Favorit. Ich weiß gerade gar nicht so, was mir am besten gefällt, also ich werde heute Abend mal die Aromatherapie-Lampe anmachen. Aber ansonsten, das ist ein Must-Have, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich wie immer gerne wissen. Das war's auch schon wieder von Yankee. Beachtet definitiv die Bedienungshinweise zur Yankee-Kerzen, wenn ihr zum Beispiel so eine große Kerze anhabt, pustet sie nicht eher aus, bis das Wachs bis zum Rand flüssig ist, denn ansonsten brennt die Kerze am Docht runter und das wollen wir nicht. Wir wollen so viel wie möglich in den Genuss kommen der Yankee Candles und ja. Bei den Tarts, wie gesagt, da werde ich immer oft gefragt, Basti, warum riecht das irgendwann nicht mehr, aber da ist noch so viel Wachs? Das ist normal. Sobald es nicht mehr riecht, der Tart, wisst ihr, okay, jetzt wird es Zeit, den Tart auszuwechseln. Nehmt es raus und tauscht es dann gegen einen anderen Duft. Aber es ist normal, dass der Duft nachlässt, die Menge an Wachs aber bleibt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir euer Feedback und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, euer Wurmprinz Bastian. Tschüss.